So, weiter geht's. Es ist der dritte Versuch, diese Mission zu schaffen. Ich habe die erste Mission, den Fischer, habt ihr gesehen und ich habe es ehrlich gesagt, weil Tempest mich sonst sowieso verraten hätte. Den zweiten Versuch, der war fast noch schneller verloren. Er hatte hier... Ja, war gefühlt tatsächlich noch schneller. Er hat hier drei Hubschrauber hingestellt und damit war der Flugkampf für mich uneinnehmbar. Und wie wir alle wissen, bin ich dann tot. Ziemlich tot. So, diesmal machen wir den Fehler nicht, dass wir das TTP in das Schiff stecken. Hätten wir das nicht gehabt, dann hätten wir gewonnen. Ich kann da eigentlich auch eine Dings bauen, aber mache ich nicht. War das Geld? Dass er ein Schlachtschiff in der ersten Runde kriegt, ist so eine Unverschämtheit. Er kriegt sie geschenkt! Er muss sich mal dafür bezahlen! So, dann machen wir dasselbe. Dann fange ich mit der Fabrik unten wieder an, weil ich kann mir sowieso da oben das Schiff noch nicht leisten, also brauche ich das nicht als erstes einnehmen. Oh, er lässt das Schiff da oben. Oh, du bist so ein Engel. Ich liebe dich, Ada. Heirate mich. Ich lasse mir von Teil der Tempest scheiden. Nein, sie spoke the truth. Autschen, mein Arschen. Lass das Schiff da oben, wo es ist. Da steht es doch toll und supi. Hat sich nicht gereimt. Nein, lass es da, lass es da, lass es da oben. Es mag dich, es liebt dich, es will dich essen. So, ich kann eh erst nächste Runde los sein, dann kann ich den hier auch abstellen. So, dann hol du mal den Soldaten da ganz hinten ab. Oh, toll. Oh, Gott sei Dank. Wir brauchen eine halbe Armee von Armeen. So, das machen wir anders. Nächste Runde könnten wir uns tatsächlich das Schiff leisten. Was holen wir uns nämlich auch direkt? Was geht der jetzt? Kriegt doch einen Kampfpanzer daraus. Nein, ein Transport-Heli hat er daraus geschenkt bekommen. Wir müssen eine Flak bauen, ganz wichtig. Sie müssen eine Flak unten in den Kreuzer bauen, damit er das hier schön ignoriert. Wieso kann ich nicht hier lang fahren? Egal. So, wir nehmen die Fabrik ein. Dann holen die Soldaten ab. Mit dem Mampfe das. Und, ich habe eine Soldaten, einer zu viel gebaut. Das könnte ich jetzt schon einen Flak bauen. Dann bauen wir doch einfach mal einen Jagdpanzer. Verdienen jetzt 6.000, brauche 12. Das heißt, ich habe 8.000 zum Ausgeben. Es hilft mir alles nicht gegen dieses verkackte Schlachtschiff, wenn er es noch näher ranzieht. Ich werfe es gleich aber zum Fraß vor, ist mir egal. Ah, noch ein Kampfpanzer. Wie ich mich richtig erinnere, lässt er die Kampfhelis da, genau. So, erstmal Kampfpanzer vor. Besetzen. Hier achten wir diesmal auf das Schiff. So, jetzt haben wir eine Runde gespart. Weil hätte ich jetzt ein TTP stehen, müsste ich den erst rausholen und kann sich dann ebenfalls wieder nicht bewegen. So, hier bauen wir nächste Runde einen Flak. Ich könnte versuchen, die Fabrik oben einzunehmen, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn wir einfach versuchen zu verhindern, dass er sie einnimmt. So,
So, wir sparen unser Geld. Kriegen 9000, haben 16. Kann ich 2 Flachs bauen und das erscheint mir doch sinnvoller als alles andere. So, 20.000. Gut, Rest sparen wir. Oh, ich kann schon mal eine Infanterie für die nächste Fuhre bauen. Da komme ich ja nicht drum rum. Das muss ich ja tun. Hätte ich nur ein paar Einheiten am Anfang. Irgendwas. So, der Flughafen gehört diesmal uns. Immerhin, das kann uns diesmal nicht mehr nehmen. In diesem Moment zündet er seine geheime Atombombe und lachte sich ins Fäustchen. Nein. So, gehört mir. Gehört mir. Gehört so gut wie mir. Ihr macht euch bereit. Eigentlich interessiert es mich ja gar nicht. Ich will ja nicht nur hier. Flak Power. Oh, über nächste Runde können wir Kampfhelis bauen. Gut, dann sparen wir das Geld, glaube ich. Ich glaube, ich noch ein zweites Flak. Zweites Flak hat mir bisher nicht einmal geholfen, also kacken wir einen Kackhaufen drauf. So, hol ich mir erst den Hafen? Ne, erst den Flughafen. So, 13.000. Wir sparen das Geld. Oder? Wir bauen noch ein Landungsboot, weil wir es können. Weil das Geld irgendwie komplett dafür aufgeht. Na, hör mal auf, meine Soldaten anzuschießen, du Penner, ey. Es ist das Cleverste natürlich, was er machen kann, weil ich nicht vorwärts komme. Aber es ist voll nervig. Oh, guck mal, ich habe hier eine Flak für dich aufgestellt. Spiel doch damit. Mach mal 1000 mehr, mach mal 1000 mehr. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, aber ich mach's jetzt einfach mal so rum. Ich glaube, im Kampfpanzer von oben. Oh, nicht vergessen. Meiner. Ich krieg gleich genau einen Kampf für ihn raus, aber jetzt ist es zu spät. Ich baue mich als erstes einen Jäger und blockiere ihn und was weiß ich was und esse ihn auf. Kann ich einen Flughafen, um zu sehen, was ein Jäger kostet? Ich glaube auch 20.000. Ich verdiene 12. Das heißt, ich habe 9.000 zum Ausgeben. Dann baue ich doch nochmal eine Artillerie. Den brauche ich nicht versorgen, der versorgt sich selbst. Aber ich kann damit die Soldaten hier bewegen. Was wir vergessen? Nö, alles bewegt. Nächste Runde geht's los. Dann kann ich endlich mal ein bisschen zurückschlagen. Wenn es auch noch so klitzekleines bisschen ist. Achso, einmal da rein. Das soll wohl nicht reichen, ne. So, das Geld spare ich mir, weil ich mir jetzt ein U-Boot bauen will. Falls er noch mehr Schiffe baut. Den Hafen eingenommen. Ach, das kommt zu spät. Zu spät. Das sind die beiden Kampffelis, die mich letzte Runde in den Arsch, in den Po die mich gedübelt haben. Aber diesmal gehört mir der Flughafen schon. Das kannst du mich mal kreuzweise. Moment, hat er Kreuzer? Nö. Oh, wer hat jetzt einen Jäger gebaut? Welcher böse Bubi. Dann kann ich ihn hier wieder komplett ausblockieren, wie wir es schon einmal getan haben. Und müssen nur noch aufpassen, dass er uns unten nicht überrollt. So, dann stellen wir den da drauf. Wo sind seine Kampfhelis hin? Ah, den habe ich abgeschossen. Stimmt, da war ja was. Ist abschießen nicht schön. Sind da schon 2 Einheiten drin? Oh ja. Ein Stück kann ich dir auch hier mit hinschicken. Wo sie gar nichts machen. Du versuchst den. Die
Fabrik oben einzunehmen und du läufst zu Fuß. Ich bin guter Dinge. Wo haben wir der Jet gehört? Wenn ich nächste Runde Kampfjäger bauen kann. Kampf. Helis. So heißt die Digga. Helis. Du gefällst mir dann nicht. Du blickst mal wieder alles. Aber ist mir egal. Bei nächster Runde brauche ich nämlich einen. Wie heißt das Ding gleich noch? Nam 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 nam. Ein U-Boot will ich bauen. Und du kannst nicht beide angreifen. Also entweder kriege ich die Stadt oder den Hafen, was dir lieber ist. Na, dann bau mal irgendwas. Das ist mir egal. Da ist das U-Boot. Müssen auf die Missile da jetzt achten. Oh, ist mir das alles Latte. So, der denkt, wir können den blockieren, aber. Ach, was ist hier aber? Nichts aber. Weil wir machen jetzt nämlich folgendes. Das ist seiner. Wir schützen hier unsere Flak. Und dort mit dem Jet hin. Und schon kann er die Fabrik nicht mehr einnehmen. Wir hingegen können Kampffelix bauen, die er nicht runterkriegt. So, die stellen wir jetzt gemeinerweise dort daneben. Raketenwerfer nicht, oder? Nö. Das war vielleicht nicht ganz so. War vielleicht ein Schritt zu weit, aber stört mich nicht weiter. Denn du kannst mich mal kreuzweise. Na, das arme Schiff, egal. Du bist verletzt. Hier baue ich nichts, also weiter. Das TTP hat gleich keinen Treibstoff mehr, weil ich es von links rübergezogen habe. So. Was hat er nicht gemacht? Gar nichts. Er hat nur das dahingestellt. Wir haben 1000 zu viel ausgegeben. Wir müssen aufpassen. Kampf hier würde er sofort runterholen, aber. Clever aus Kerlchen. Du tust zwar auf Brot, aber so doof bist du gar nicht. Na, vielleicht ist ja Interesse, das hier anzugreifen. So, nicht so. Mal sehen, was jetzt passiert. Was er jetzt aus der Fabrik geht. Weil so lange habe ich letztes Mal nicht durchgehalten. Armes Schiff. Gut, dann lässt man die Soldaten in Ruhe. Au. Autschen. Die Missile zieht er auch runter, das ist klar. Spielt aber alles keine Rolle. So, du kannst da stehen bleiben. Nee, du machst. Du kommst nicht auf einen Schlag auf eine Stadt. Ich sehe nämlich ein nettes kleines Angriffsziel für mich. Ups. Oh, wartet. Da kommt der. Achso, er kann mich nicht angreifen. Ihr werdet repariert. Jetzt keinen Fehler machen. Ich würde zwar lieber noch einen Jäger bauen, aber diese Runde, wenn er sich da drauf stellt, habe ich verloren. Ach, eine Runde wirst du das überstehen. So, mit dir. Kannst du da drauf angreifen, oder? Das ist seltsam. Aber ja, könnte er. Kriegt er nicht alle gleichzeitig weg.
Maske ist trotzdem nicht. Nur mit der Hilde, der nicht durchfliegt, stelle ich den hier in den Weg. Was ist hiermit? Habe ich bewegt. Ich will es nicht reparieren, aber ich ziehe es trotzdem mal zurück. Nieder mit Ada! Nieder mit Ada! So, jetzt muss ich aufpassen, dass er mich hier oben nicht zerlegt. Einmal. Ab nach die andere Stadt. Ich brauche jetzt einen Kampf hier und fliege mit dir nur mein Leben. Soll er doch. Das ist alles weiter undramatisch. Schade, ich kann mit meinem Maschinengewehr nicht vom Weiten auf das Schlachtschiff schießen. Das wäre blanker Selbstmord. Ich hoffe, der Heli kommt da weg. Oh, scheiße. Da hast du gerade jetzt Ausfallschritt. Du musst deine Leute weiterlaufen können und ein bisschen stärker werden. Genau das, was ich diese Runde nicht gebrauchen könnte. Er ist ja nur so ein klapperischer Mäsel. Wegrennen kann er auch nicht. Na gut, das war zu erwarten. Das Flug. Nein. Oh. Gott sei Dank habe ich den Soldaten da oben hingestellt. Dadurch ist der jetzt zwar jetzt draufgegangen, aber mein Heli kann jetzt wegfliegen. Der zwei Missiles gebaut. Immer noch uninteressant für uns, aber gefährlich. Und ich brauche die Fahrzeuge jetzt hier unten zum Blockieren. So, wenn man auch mal sonst hier unten ist nicht zermürbt. Hat er da oben einen Landeplatz? Nö. Nur eine halbe Armee von Scheiß. Eine halbe Armee von halben Armeen. Ja, das ergab Sinn. Auch wenn ihr ihn vielleicht nicht versteht. Dass ich meine Artillerie mal wieder herrichten. Achso, da war ja noch was. So, mehr Geld können wir jetzt auf die Schnelle nicht machen. 14.000 kriegen wir jetzt pro Runde. Auch eine kann ich die gleich wieder einsammeln und hier rüberbringen. Wo ist diese Schweißnaht eigentlich? Ach, da hinten. Nee, das geht so. Jeder Runde kriegt jetzt einen Kampfpanzer, Kampfheli mehr. Und solange er nicht einen Jet aus diesem blöden Ding hier rauskriegt, ist das alles egal. Dann senken wir erstmal sein Schlachtschiff. Zack. Ich würde ja gerne das machen. Aber A will ich sie nicht ganz besiegen und A, das ist eine unglaubliche Verschwendung für meinen Kampfheli. So, einmal. Einmal bitte einen Jagdpanzer. Und einmal bitte einen Speer gegen den Soldaten. Das ist so clever, wird er nicht sein, dass er sich auf beide Häfen stellt. Für den Rot jetzt pro Runde 11. Auch nicht verkehrt.
Alle bewegt, alles gebaut. Gucken wir mal. Ein Kampf. Ah, ist ja noch ein Schlachtschiff rausbekommen. Au, blödes Kanonengeschütz-Ding, ey. Ne, ich wollte sagen, so clever ist er nicht. Das U-Boot hast du da jetzt einfach nur ganz aus Protest auftauchen lassen, oder? Ey, direkt neben meinem Transporter. Du kannst es. Na, du kannst es natürlich nicht unter Wasser zerstören. Du musst natürlich das da demonstrativ aufbauen. Oh, noch einmal, wir kriegen Truppen geschenkt. Du kannst mich überall erreichen, oder? Jupp. Weißt du was, lass dich wenigstens noch ein bisschen fahren, damit du noch ein bisschen was an Treibstoff verlierst. Den einmal versorgen. Der Versorger. Das sind die beschädigten Einheiten. Teile Tempest pennt gleich ein, so langweilig ist das Display also. Nicht schon wieder. Das stirbt alle paar Tage, das ist ätzend. Zwei. Oh, clever. Also das, was du jetzt schon bist. Nein. Aber noch ein TTP, was soll's? Haben wir einen Bomber gebaut. Oh Gott, der kommt da nicht ran, oder? Nö, nicht mal, wenn er ganz nach links geht. Gut, wir müssen unbedingt rot verstärken. Wir müssen hier auffallen. Oh, er nimmt erstmal die Stadt ein. Er ist ein Idiot. Gut für uns. Ist nicht dran. Das lerne ich nicht mehr. Nicht mehr in diesem Universum. So, ich glaube, den Bomber schicke ich erstmal hier hoch. Weil er hier die Brücke sichert. Eine Stelle, wo ich beide ausladen kann, gibt es nicht. Bauen wir als erstes mal den Panzer raus. Du tankst nochmal Treibstoff. Und du das... Na, Vorsicht. Ich will mich am liebsten dort auf die Fabrik stellen, das wäre nicht das Beste. Ansonsten, du reichst nicht weit genug. Und der Rest steht eigentlich ganz gut, wie er steht. Nächste Runde brauche ich noch einen Kampfpanzer oder ein Schlachtschiff oder sonst irgendwas. Und schauen wir weiter. Mal sehen, was er jetzt aus dem Scheißding kriegt. Bitte kein Jet. Bitte keinen Jet. Sonst ist der Bomber Matsch. Sonst ist der Bomber Matsch. Ne, noch ein Schlachtschiff oder hat er es nicht bewegt? Nein, das ist zu spät, Leute. Der gehört schon mir, der Flughafen. Ne, gar nichts rausbekommen. So. Genau dazwischen bin ich sicher. Ich könnte genau das Flak angreifen. Komme ich aber genau nicht ran. Scheiße. Kaputt. 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 Meine. Auch meine. So, wollen wir noch einen Kampfheli. Wir verdienen Gott sei Dank jetzt auch genug Geld pro Runde, sodass wir jede Runde einbauen können. Den kann ich eigentlich zum einen verwenden. Wie einfach ein Chat alles entscheidet. Alles. Das ist so unfassbar. Der ganze Krieg ist ist gewonnen, nur wegen einem dämlichen Chat. Genau, wie war das? Ein Schwert kann einen Krieg entscheiden oder so ähnlich. Ich habe ihre Hand über meinen Haaren gespürt. Ich spüre sie weiterhin. Ich muss Schreikrämpfe vor Angst kriegen. Einen Schokoriegel!
Wenn ich den esse, darf ich jetzt nicht weiterreden. Dann machen wir noch Kampfpanzer. Ach, die Kampfpanzer. Nom, nom, nom. Na, war noch nicht alles. Ja, die Raketenwerfer schickst du jetzt leider zu spät. Die werde ich mir hier oben schnappen. Und sie werden mir gehören. Das Schiff lasse ich da weg, weil ich will es nicht reparieren. So, mal sehen. Das Schlachtschiff stellt er doch vor. Das heißt, er kriegt jede Runde ein weniger. Oh. Ne, 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 ne. Lässt du die Finger von meinem roten Flughafen? So, sein U-Boot geht gleich unter. Ein sehr schöner Anblick für mich. Und er schickt die leeren Transportis nach links. Ja, irgendwie baut er jetzt nur noch Müll. Gut, die sind leer, also kann ich auch euch abschießen. Noch 11 Schritte kann er gehen, danach geht er unter. So, wir müssen hier schön drauf achten, dass wir nicht in seine Falle latschen. Der hat echt clever geschickt, aber nicht clever genug. Moment, machen wir anders. So. Meine. Kaputt. Das glaubst du doch echt nicht, oder? So, die Artillerie ist wieder repariert, die können wir wieder zum Einsatz fahren. Ah, die Flak gehen wir da drauf. Schau mal, na guck. Fahr da mal rein, fahr da mal nach rechts und das sind wir da reparieren. Kann ich mir die Artillerie hier oben hinstellen? Die Flak da nach unten. Sehr schön, wir kriegen, würden Einheiten geschenkt bekommen auf jeder Stadt. Das machen wir in der nächsten Runde. So, ich müsste eigentlich Rot mal beschützen, aber ich glaube, Rot kommt noch ganz gut ohne uns klar. Hoffen wir es. Den zerstöre ich, dann habe ich erstmal wieder ein bisschen Ruhe da oben. Mit dem kann ich, ja gut, könnte ich den angreifen. Allerdings würde ich dann Gefahr laufen. Schwierig, schwierig, schwierig. Egal. Ich muss sagen, kümmern wir uns, wenn Rot auch dran ist. Dass der Speer nicht die beste Idee war, das zeigt sich mir schon gerade. So, dann schicken wir nochmal einen Kampfpanzer rein, da sind wir oben sicher. Den Heli brauche ich jetzt oben eigentlich nicht mehr. Die ist nach unten. Die beiden hübschen stellen euch synchron, da schon auf den Berg. Und den kann ich nutzen, um den ein bisschen zu schaden. Selbst wenn er den jetzt zerstört, Schaden hat er trotzdem. Sehr schön. Wie geil, ey. Vorsichtig vor den Flachs. Der Spieler war keine dumme Entscheidung. Das richtig sehe, hat er den jetzt ohne Schutz zurückgelassen. Ja, hat er tatsächlich. So, ich kann mich dann Ruhe links daneben stellen und. Naja, ihn fast zerstören. Naja, ihn ganz zerstören. 8 Treibstoff hast du noch, das heißt, man muss jetzt auf diese Stadt zurück. Gut, dann machen wir folgendes. Das ist eine Fabrik drunter. Das habe ich gar nicht gemerkt, weil ich die ganze Zeit zum Reparieren benutze. So, dann reparierst du da mal deinen Treibstoff wieder auf den neuesten Stand. Du suchst eine strategisch günstige Position. Und du fliegst schön an die Messer ran. Nehmen wir mal den Wald neben dem Berg da als Zielroute.
So, da kommt jetzt eh nichts mehr durch. Kann ich ihn damit eigentlich effektiv angreifen? Ja, mehr oder weniger. Auf jeden Fall kann er nicht so richtig gut zurückschießen. So, da ist rot, rot ist rot. Und gelb ist gelb. Kampfheli. Da ist noch eine Fabrik drunter. So, wir setzen jetzt eine Spezialgabe ein. Ich habe zwar einige Städte zu blockiert, aber das ist nicht so schlimm. Immerhin kriegen wir trotzdem Einheiten geschenkt. So, dass sich da auch alle genauso stehen, damit sie repariert werden und gleich nächste Runde voll sind. Wie sieht's aus mit deinem Treibstoff? 99, du bist voll. Dann geht doch mal da oben ein bisschen auf. Helikopterjagd. Total cool. Habe ich auch geschenkt bekommen, nett. So, wollen wir mal die Kampfpanzer nach oben fahren lassen. Ups, plötzlich ist der Weg blockiert. So, dann hol du doch mal die beiden Soldaten da ab. Nehmen wir mal die Stadt mich wieder ein. Ich glaube, ich bin sogar noch gemeiner. Der Hafen, ist er sicher? Nee, ist er nicht. Und hier bin ich auch nur bis über das U-Boot sicher. Blockieren gleich hier zwischen den Weg. Im Hubschrauber. Der Hafen ist nicht sicher. War das richtig? Ja. Wenn wir dann, dass er da irgendwas baut, dann kann ich mir jetzt U-Boot da eigentlich draufstellen. Für die Ehre! Oh, ich habe einen Mann getötet. Das war knapp. Also, ich schaffe es gerade so, den Flughafen nicht einnehmen zu lassen. Na, mein Kumpelchen. Es wird ein Genuss, dich unter meinen Füßen zu zerquetschen. Nach diesem Angriff mache ich einen Schnitt. Einfach nur, um sicher zu gehen. Wo ist Tempest hin? Ist ihre Jacke? Ist sie rausgegangen? Nee, ihre Jacke ist noch hier. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie auf dem Scheißhaus. Ah, sie wollte sich einen GameCube-Emulator runterladen. Das machen wir dann auch danach. Sie will ja GameCube-Let's Plays machen, aber auf dem PC, weil damit sie den Ton richtig hört. Bei unserem Grabber ist es leider nicht alles so knorke. OMG, wie geil ist das denn jetzt? Guck dir das an, Leute. Ich stelle mich jetzt da drauf. Geht nicht. Schade. Er ist nicht dran. Ich stelle mich da gleich mit dem Booten drauf. Dadurch ist der Weg hier blockiert und sie kommt nicht mehr durch. Und da das U-Boot getaucht ist, kann das nicht angreifen. Kann er dann trotzdem da nicht durch? Rot ist immer noch nicht dran. So, jetzt belagern wir erstmal die Fabrik. Machen den ein bisschen zur Mousse. Und stellen es da drauf, damit er nichts Neues baut. Schick, schick, tralala. Ich werde die Jahre immer sehen. So, du darfst dich nächste Runde reparieren lassen. Und mach einen Kampfheli. Das ist egal, da kommt er nicht ran. Bin ich da sicher? Ja. Ja. Ach, da sind noch Städte, die ich einnehmen kann. Das mache ich doch auch glatt. Der Wald ist nicht sicher, der Wald ist unsicher. Veronika, der Schmitz ist da. 87%. Dafür würde ich aber einen Kampfheli verlieren. Was soll's darauf warten, wenn ich so runde? Dann kann ich ihn irgendwie auf einen Schlag erledigen. Du darfst vorgezogen werden. Du gehst zur Unterstützung hinterher. Du wirst repariert. Du bist noch dabei, repariert zu werden. Den Rest hole ich auch noch ab. Nö, er sinkt nächste Runde. Schon gebaut. Da einmal einsteigen. Alles einsteigen. Letzte Fahrt für heute. Wollen wir noch alle einmal richtig Spaß haben.
einen Schnitt machen, ich weiß das. Kein Platz, wo sie... Doch! Genau auf dem Wasser, ist er sicher. Genau auf dem Wasser kommt er nicht hin. Ist er da sicher? Ja, da ist er sicher. Außer er ist noch ein bisschen näher dran. Gut, machen wir jetzt einen Schnitt, schauen wir, wo Teile-Tempest ist, und machen dann gleich mit der zweiten Hälfte dieser Mission weiter.